Sorry. Hallo, herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Ich denke mal, ich werde mir irgendwann mal einen schönen Namen geben. Aber im Moment lohnt sich das noch nicht so ganz. Deswegen bleibe ich weiter bei Thorsten. Ja, heute werde ich für euch ins Städte. Ich war gerade essen, deswegen. Heute werde ich für euch ins städtische Krankenhaus fahren. Versprochen. Und werde dort den Corona-Test machen, auch die Abläufe ein bisschen zeigen, was es kostet und ja, wieder kippen. Ist ein bisschen undienlich, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich bin aber auch ich. Ja. Ja. Ich werde dann zusehen, dass ich euch das Videomaterial so schnell wie möglich bereitstelle, ja, damit viel weniger Angst aufkommt und auch viel weniger Gerüchte. Ich muss jetzt erstmal abwarten, sollte sich mein netter Kumpel nicht melden, werde ich mit dem Taxi fahren, auch kein Problem. Aber ich werde das auf jeden Fall machen. Wenn ihr weiter so eine tolle Idee habt, dann bitte immer her damit. Denn solange wie ich hier bin oder wenn ich dann wieder hier bin im August, kann ich euch selbstverständlich weiter berichten. Ja, das ist auch mein Ziel. Danke nochmal für die ganzen Abos. Wirklich, es geht gut nach oben. Die Reichweite wird langsam besser. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Sache natürlich auch bei euch in den sozialen Medien teilen. Facebook, Instagram, YouTube. Ja, YouTube ist das. ja, wenn ihr dem, könnt ihr mir einen Gefallen mit tun. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, um wie gesagt so vielen Menschen wie möglich zu erreichen. Ja, und denen hier ein bisschen was vor Ort zeigen zu können. Alles klar, ich mache erstmal eine kleine Pause. Und wir sehen uns dann, wenn ich auf dem Weg ins Krankenhaus bin. Danke erstmal für euer Gehör. Wir hören uns bis gleich. So, nochmal ganz kurz auf dem Zimmer. Weil nach dem Essen vielleicht doch nochmal Zähne putzen. Meine Tabletten nehmen. Ja, ganz frei komme ich davon immer noch nicht. Hab ja gesagt, dass bei mir noch einige Krankheiten rumschwirren. Falls Interesse besteht, kann ich ja mal ein bisschen was zeigen davon. Will ich jetzt aber nicht jedem so. Ne? Also wie gesagt. Ja, eine Frage, und zwar eigentlich überwiegend an meine türkische Community, die ich hier habe, oder auch vielleicht an die Deutsch-Türken, Türk-Deutschen, Tortogaman. Kriegt man vom, ihr trinkt ja wirklich viel Tee. Ich bin auch oft und herzlich viel eingeladen zum Tee trinken. Passiert wirklich das, was ich gerade sehe, dass die Zähne davon gelb werden? Beziehungsweise dunkler gelb muss man ja, gelb ist ja ein bisschen übertrieben vielleicht. Es wäre mal nett, wenn ihr mal so eure Erfahrungen über türkischen Tee, türkischen schwarzen Tee, mal vielleicht mal ein bisschen sagen könntet oder kommentieren könntet. Würde mich mal interessieren. Vielleicht habe ich auch nur den falschen Eindruck gerade irgendwie, weil die Lichtverhältnisse vielleicht auch hier ein bisschen anders sind als in Deutschland. Aber ich habe so, wie gesagt, das Gefühl, dass man dunklere Zähne dadurch kriegt. Okay, ich werde jetzt noch ein bisschen chillen. Ich werde es gerade essen. Noch ein bisschen chillen und dann, wie gesagt, geht es weiter mit dem Video für euch. Bleibt dran, wenn ihr nichts verpassen wollt. Alles klar, bis gleich. Jo, meine lieben Freunde. Irgendwas ist da los draußen? Weiß nicht, ob man es hört. Wahrscheinlich Hochzeit oder einmal lebenslänglich, keine Ahnung. Ja. Auch heute ist wieder. Also heute ist wieder so ein Tag, wo es einfach nur warm ist. Ja, pass auf. Ich habe gerade mit meinem Maklerkumpel gesprochen. Er sagte, am Wochenende werden die Krankenhäuser zu. Er hat nicht ganz unrecht, weil man holt sich ja immer noch eine zweite Meinung ein. Ich war jetzt unten an der Rezeption im Hotel, habe freundlich gefragt, ob sie eventuell mal für mich im Krankenhaus anrufen würden. Die liebe Frau hat das auch getan. Und sie sagte mir, dass wirklich nur morgens ab 7 Uhr 30 Personen maximal getestet werden können. So hatte sie mir das jetzt an der Rezeption gesagt. Das heißt für mich morgen früh 7 Uhr Sonntag ins Krankenhaus, vormittags. Ich hoffe, ich kriege den Test bis nachmittags, weil der Transferbus ja wohl schon so gegen 5:30 abends kommt. Ja, tut mir leid, dass ich heute noch nicht so für euch da sein konnte. Aber wenn die, wie gesagt, die Krankenhäuser zu haben am Wochenende, sie sagte zu mir, die Piep-Klimaanlage wieder an, sie sagte eben zu mir, dass
am Wochenende wirklich nur Notfälle behandelt werden. Ja, und ab 7 Uhr morgens dann eben 30 Gäste, die dann zu einem Corona-Test kommen können. Ja, tut mir leid. Ich werde auf jeden Fall weiter am Ball bleiben. Trotzdem geht es mir gut. Trotzdem lasse ich mich nicht unterkriegen. Gut, Leute, vielleicht kommt heute noch ein Video. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich dranbleiben, weil ihr hier immer tolle Neuigkeiten erfahren könnt. Ja, vielen Dank nochmal für eure Abos. Ich bin echt überwältigt, wie schnell das in den letzten Tagen gestiegen ist. Erzählt jedem davon, dass es hier einen Doofen gibt, der ja ein bisschen Spaß macht, Spaß versteht, der auch ein bisschen das Leben zeigt. Ich bin euch sehr dankbar dafür und ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Wie gesagt, vielleicht kommt heute Abend noch ein Video. Ich muss gucken, was mir heute noch ja, über die Leber läuft, worauf ich noch Bock habe. Auf jeden Fall bleibt mir gewogen und danke, dass es euch gibt. Ciao, ciao.